So, und damit herzlich willkommen zu meinem unguten Gefühl. Am besten gucken wir erstmal, ob wir in dem Hauptraum überhaupt jetzt alles haben. Gamefiles, Lord, Hex. Bevor wir hier weitermachen. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber da wurden wir wieder auf mehrere Maps rumteleportiert. Und das kann einfach nur Scheiße bedeuten. So, von daher hatten wir hier noch Gegner. Und ich würde die einfach gerne aus Prinzip hier erledigt haben. Da sind auch noch Vögel. Die haben sich geöffnet, sehr schön. So, sollte ich jetzt eigentlich ein Schuss Ruhe haben, oder? Diese scheiß Munition nicht sehen. Da hängt der irgendwo fest oder was? Wieso kommen diese Bastarde da nicht raus? Oh, Alter, jetzt hängt ich schon mal fest. Na komm, geh auf. Oh! Was genau hat jetzt geöffnet? War das etwa wieder so ein Ding, like, wenn du alle Gegner besiegt hast, gehen wir einfach mal so auf? Oder was jetzt? So. Ah, gut. Auf jeden Fall. Genau, das macht nur hier oben auf. Ein bisschen Leben gleich mal abstauben hier. So. Ich wüsste gerne, was dieser Schalter hier macht. Kann doch nicht sein, dass jetzt der Schalter nichts macht. War nur das Ding, genau. Na gut. Halt, da. So, ich hatte auch nichts Neues geöffnet. Also siehst du, was mir gerade einfällt? Hätte ich beinahe vergessen. Hier sind noch so eine Schalter. Ich weiß nicht genau, ob die irgendwas machen. Können wir mal ganz kurz gucken. Oder ob die einfach nur diese Fahrstühle runterheben. Okay, wahrscheinlich machen die nur hier diese Fahrstühle runter. Jetzt bin ich aber ganz schön weit oben. Na hallo, ja. So,
So, da ist offen, da ist zu, da ist zu und hier ist auch offen. So. Hast du irgendwas? Nein, nur Munition. Ja. Na gut, wenn es hier wohl doch nicht zu geben, dann gehen wir tatsächlich einfach mal, ja. Ach nein, jetzt habe ich mir die Sachen teleportiert, ich kann nicht mehr. Falscher Raum. Da. So, gehen wir einfach mal hier hin. Ich fange einfach mal mit dem hier an. Die Kacke war das, oh Gott. Das ist so Beschäftigungstherapie hier mit diesen Viechern. So. Oh Alter, wie viele denn noch bitte? Das Schwierigste an den Feinden ist herauszufinden, wie du möglichst viele mit einmal besiegst, damit du wenigstens damit ein bisschen Zeitersparnis hast. So, jetzt müssen wir die ganzen Türen öffnen. Dachte ich zumindest bis gerade eben. Willst du wieder vorher noch was finden? Aua, aua! Ich hatte so gehofft, dass wir jetzt einfach hier rein könnten. Gott, hier war denn das schon wieder. Mensch, was ist denn hier? Ah. Okay, damit haben wir den Tür wohl geöffnet. Die ist immer noch zu. Dann ist die auch noch aufgegangen. Ja! Jetzt. Oh, noch einer. Schnauze. Noch einer? Also langsam, ne? Oh, wir gehen noch langsam hier ein bisschen so die Health Points aus. Oh, hier ist so. Und ich schon wieder diese Viecher. Na komm.
Okay. One Night of the... Ach ja, klar, diese neuen schwarzen Tafeln da gerade. Dachte gerade, hier gibt es jetzt noch ein Puzzle, was man machen kann. Da ist noch zu, da ist auch noch zu, da ist... Hat sich jetzt irgendwas geöffnet? Achso, wahrscheinlich eine der Außentüren. Moment mal, ist hier eigentlich jetzt noch was, was sich geöffnet? Nee. Nee, da ist so eine Tür, aber die ist noch nicht offen. Die ist auch nicht offen? Ach, leck mich. Was hat sich denn jetzt bitte schön, was hat sich denn dann getan? Ach komm. Keine Ahnung, gut, gehen wir einfach mal. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir jetzt hier weiter sollen. Okay, wir sind eins weiter. Oh wow. Wow. Gleich zwei Schwenktüren. Das ist ja Modernität vom Allerfeinsten hier. Das bringt die Engine quasi ans Limit des technisch Möglichen. Erstmal das Aufwecken wieder, kennt man ja. Alter! Und dabei am besten selber sich verrennen. Wow. Hier kommen wir nicht weiter. Kann man hier rauf? Ja, man kann hier rauf. So, ich hoffe mal, wir haben soweit alles angelockt, was man irgendwie anlocken kann. Oh Gott. Was ist denn jetzt so? Weil wir wo warst, oder? Boah. Mann, ich verstehe auf jeden Fall. Wow, holy shit. Ich hänge. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Könnt ihr bitte einfach mal sterben oder so? So, gehen wir jetzt hier rein. Ach die Scheiße. Boah, Alter. So, hier bitte nicht reingehen, weil dann passiert nämlich genau das. Aber da war ein Schalter. One Night of the Puzzle has been solved. Nicey dicey. Das schnell hat er gedacht. Aua, 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 aua. Oh.
das Schöne ist, von hier außen, von hier oben kann man ein bisschen besser treffen, was so die ganzen Viecher angeht. So, nochmal ist es tot. Da kommt ein Stück. Okay. Können wir da runter? Ja, können wir. Bringt uns das was? Wie es aussieht, ja weniger. Können wir da runter? Ja? Bringt uns das was? Wahrscheinlich auch eher weniger. Ich hoffe mal, ich überziehe gerade nicht und wir nehmen jetzt nicht schon eine Dreiviertelstunde auf, sondern gerade mal eine Viertelstunde. Oh Gott. Ah, nicht gut, gar nicht gut. Okay. Mal ganz kurz. Ne, wir haben scheinbar wirklich erst eine Viertelstunde. Nein! Hier ging es nicht rein. Da ging es rein. Ist hier offen. Ah! Wow! Hat der eine den Angriff des anderen geblockt? Alter, wir haben schon 3/9. Okay, geht schneller als gedacht. Okay. So, was war. Ist hier drin fast, was wo noch was machen muss? Was hat es mit diesen Dingern hier auf sich? Da muss es doch noch irgendwas gehen. Ah, lol! Einfach voll gerade welche rumliegen. Jetzt kommen wir hier rauf. Ja, nicht so. Wie kommt man denn da hin? Hä? Hallo? Wow, wieder mit Gegenschießen. Na, hoffentlich muss ich um mich auch überall gegenschießen. Ja.
muss ich jetzt machen? Okay, ich versuche nochmal nach unten zu kommen. So, kommen die mit der neuen Gefilde oder? Ach, so wieder das Ding, ja. So, können wir hier irgendwie rumspringen zu einem Ort, der uns irgendwas bringt? Hab ich einen Schalter übersehen oder so ein Scheiß? Die Sache ist, offensichtlich gibt es irgendwas, was die Dinger hier runter bewegt. Und die beiden sind bereits unten. Aber die Schalter, die einzige Schalter, die wir von hier aus erreichen, habe ich doch schon geklickt. Von daher kann das also nicht das sein, was hier jetzt irgendwie ausschlaggebend sein dürfte. Ah, habe ich gedrückt. Na gut, gehen wir einfach wieder, einfach wieder das nächste. Ich gehe mal hier geradeaus. Okay, drei haben wir schon. Das heißt, wir müssen noch einen in dem Raum machen. Nee, Moment mal. Also warte mal ganz kurz. Das war der erste Raum, wo wir drin waren. Das heißt, da müssen wir noch zwei machen. Da, wo wir gerade eben drin waren, müssen wir noch einen machen. Und da gibt es noch einen dritten Raum. Das ist der hier wahrscheinlich. Das ist. Genau, das mit dem Drachen ist das da. Und hier ist noch einer, da müssen wir noch alles machen. Da waren wir noch gar nicht. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. 10 Minuten haben wir noch. Oh, ja, okay, das war mein Lieblingsraum immer. Nicht, weil der einfach war, sondern. Oder weil er so ultra schwer war. Sondern weil mir die Architektur hier von dem Raum ultra gefallen hat. Oder von der Map ultra gefallen hat. Sie war sogar tatsächlich, wenn man weiß wie, gar nicht so leicht, so schwer. Ich hoffe, ich krieg's noch zusammen, die ganzen Tricks, die ich hier damals immer gehabt habe. Das war der erste. Was? Da kommen Vögel raus? Voll kreativ, ey. Stopp doch mal bitte! Scheiß Vogel. Was macht der denn da? Der steckt fest! LOL! Klar, natürlich ausgerechnet stirbt er dann, wenn der andere angreift. Du verfickte Fotze, ey. Trapp halt an, Mädel. Oh, ja, komm. So, hier steckt keiner fest. Sehr interessant. So, jetzt war hier nochmal das gleiche mit dem durch Gitter schießen. So, damit haben wir die vier schon mal alle. Ging das schon früher auch schon? So, war hier, irgendein Secret oder so? Nö. Ach, da ging's weiter. Okay. Oh. Okay. Oh ja. Ich weiß nicht mal in welchen. Wow. Aber es gab hier irgendwie auch einen relativ schweren Endboss-Gegner.
Okay, jetzt geht mir gerade echt auf den Sack hier, scheiß Vögel. Was wollen wir wollen? Wohlgemerkt, dass sie mit nach unten gucken, gucken, wie die Sternchen sind, geht ja unter Vanilla gar nicht. Weil, wie gesagt, so weit runter kann man gar nicht gucken. Deswegen sind gerade solche Sachen unter Vanilla, also unter Software Rendering, kann man hier ja auch machen. Kann ich aber nicht machen, weil dann die Videodateien zu groß werden. Aber, ne? Boah, Alter. Wow, ich stand sogar richtig. Dachte schon noch einen Schritt und ich fall nach unten. Oh. Das sieht mir jetzt nicht sehr gut aus. Ach, Kacke. Ja, die Kacke. Hm. Oh nein. Hören die irgendwann auf? Glaube ja. Ich weiß nur nicht mehr wann genau. Dieser Skrinnels-Ross-Hurensohnisierte Sohn-Arsch. Gut, ich muss ja erstmal zu mir locken. Ohne, mit dem geht's gar nicht. Okay, der hat sich gerade selber geopfert. Der kommt hier wieder auf. Der geht gar nicht mehr durch. Wo war denn jetzt hier was? Bitte! Ich sterbe. Oh, Alter. Oh, was denn schon wieder? Ist mir scheiße. Mann, ich verstehe das nicht. Gibt es noch mehr Räume, wo man flüchten konnte? Ich dachte, das Ganze hält jetzt an. Warum tut es das nicht? Gibt es noch mehr von solchen Räumen? Ja, gibt es. Wow, 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 wow. Okay, wahrscheinlich. Nee. Da hinten ist noch einer. Also, zumindest wenn alle Räume symmetrisch angeordnet sind. Boah, Alter, Hilfe! Was ist denn schon wieder? Boah, 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 boah! Schwanz! Danke! Die will ich immer noch! Gibt's hier noch mehr Türen, die man auf und zu machen kann, slash muss? Ach, das Ding wurde ausgesch... Wow! Okay. Nein. Fall. Wo denn? Hilfe! Wo bin ich jetzt? Da. Ich muss also da lang. Das wiederum bedeutet. So, voilà. Die Wände bewegen sich aber immer noch. Ne, jetzt hören sie auf.
Sehr schön. Alter. Ist der einfach nur so langsam oder öffnet sich das gerade ein Secret? Oh ne, die ist einfach nur so langsam. Okay. So, muss man meine ich weiß jetzt nicht mehr, ob man hier runter musste oder. Ne? Offensichtlich gibt's da nichts. Ich hab noch nicht mehr. Oh Gott. Da muss ich doch noch irgendwas machen. Da habe ich geklickt. Da habe ich geklickt. Da hinten habe ich auch geklickt. Ah. Genau, der Mond ist da bereits. So, habe ich da jetzt alles wirklich gemacht? Den Schalter da rechts haben wir bereits. Da haben wir alle Schalter geklickt. Gut, ist jetzt bloß noch hier was, wenn was ist. Wow, 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 wow. Ach du Scheiße. Nicht irgendwas machen? Ah, okay. Wollte gerade sagen. Irgendwas war doch hier. Achso, war bloß so ein Sieg. Ach, ich dachte, hier war ein Puzzle oder sowas. Das Millenniums-Puzzle. So, muss man da rein? Erst 3 Kilometer tief fallen und dann noch in Lava landen. Das beste Leben, was man als haben kann. Ich geh jetzt mal wieder hoch. Aber wieso? Von was habe ich gerade so viel Schaden bekommen? Ist das da etwa so ein Lasertyp, dass der so viel Schaden macht oder was? Nein, nein, nein. Ja, ist ein Lasertyp. Obwohl der Schwanz davor stand, hat er natürlich wieder den Angriff abgezogen. Mann! Dieses Auto-Aiming ist echt bei solchen Sachen absolut tödlich. So, aber das soll es erstmal gewesen sein. Ja. Morgen geht's weiter. Schau mit vor.